Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgic Profonde, heute am Samstagmittag. Ich bin gerade dabei, wieder mein Kartoffelgedöns hier anzuwerfen. Hier war das. So. Oder war das das? Nee. Jetzt aber. Jetzt läuft das, glaube ich, oder? So war das. So, es gibt etwas, was ich gleich erledigen muss. So, Moment. Das läuft, oder? Passt das? Macht das? Jo, mach. Oh, ich muss kurz jetzt die Dose wegstellen. So. Und zwar, die Big Bags sind hier. Sehr schön. Der fährt wieder. Irgendwo hatte ich... Genau, den wollte ich auffüllen. Das mache ich jetzt auch gleich. Da war doch noch einer. Genau, der hier war unterwegs, ne? Mit der Maisdrille. Genau, weil das Feld hat man letztes Mal gekauft. Genau, jetzt weiß ich wieder. Du bist nicht fertig, aber... So, zurück. Kann auch sein, dass er hängen geblieben ist an dem Baum hier. Das möchte ich natürlich auch nicht verneinen. Aber bis jetzt macht er das eigentlich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr schnell vor allem. Ne? Also der ist schon... Holmer hat schon... Läuft schon. Eine Sache. Und zwar gibt es den guten Jakob. Jakob, schöne Grüße an der Stelle. Der hat gesagt, Werner, wenn du nicht zählen kannst, musst du das Spiel lassen. Und jetzt muss er mal gucken, kann ich irgendwie ein Schaf verkaufen? Weil er hat gesagt, ich habe keine gerade Zahl, ne? Aber ich kann das nicht verkaufen. Ich kann es nur... Oder kann ich das hier verkaufen? Ich kann es hier verkaufen, ne? Ein Schaf verkaufen. So, Jakob, wir haben jetzt 100 Schafe. Ich hoffe, es ist jetzt alles gut. Oh, wir haben aber zu viele Hühner. Ah, wir haben zu wenig Hühner. Wir kaufen da jetzt noch ein paar Hühner. Habe ich es jetzt gekauft? Hier wurde gekauft, ja. 15, machen wir 20. Da haben wir eine gerade Zahl, ne? Passt, 20 Stück. Gut, das läuft. Genau, hier wollten wir jetzt die Big Bags auffüllen. So. Und zwar, wir waren... Da gab es eine bestimmte Taste. Oder war das mit... Genau, mit der normalen Gedöns zum Anhängen. Komischerweise ist es so, wenn ich das Spiel neu starte, also, ne, speichern und laden und so, dann ist es so, dass die Big Bags automatisch wieder voll sind. Ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber gut. Dann hätte ich noch eine Frage an jemanden, der das kann. Es geht mir darum, ob mir jemand diese Big Bags umschreiben könnte, dass ich vielleicht das Saatgut, das ich im Hänger habe, also mein eigenproduziertes, dass ich das in das Gedöns hier einladen kann. Das wäre geil, wenn ich das in so... ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann praktisch in dem Big Bag, dass da mein eigen produziertes Saatgut drin ist. Und dass ich das dann umladen kann in die Sämaschine. Das wäre so mein Ziel. Wenn wir das irgendwie umschreiben könnte, wäre richtig geil. Es muss auch gleich kein anderes Symbol sein. Es muss nur, glaube ich, eingetragen werden, wenn ich mich nicht alles täusche. Aber für ein paar von... das lässt nicht los. Moment mal. Ja, für ein paar von euch wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Ich bin der absolute Mongo. Aber ja, ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Und deswegen möchte ich es auch gar nicht versuchen, weil wenn ich da fertig bin, dann funktioniert gar nichts mehr. Und das ist auch nicht so geil. Es gibt übrigens neue Informationen. Morgen, bereits morgen, soll die neue Version der Belgic Profonde rauskommen. Die V3 von... Alter, bleib mal geschmeidig. Von Frabel. Hat er nicht gemacht, ne? Hat er nicht gemacht. Hat er die falsche Taste gedrückt. Ah, tut mir leid. Tut mir leid. Der ist jetzt bestimmt im Boden festgepackt, ne? Die kommt auf alle Fälle morgen raus. Ich weiß nicht wann. Ich habe nur gehört, dass die morgen rauskommt. Und wir kaufen jetzt noch zwei Säcke, weil da geht bestimmt noch was rein. Es ist so, dass ich bereits mit dem René gesprochen habe. Er wird wieder einen Umbau machen, der natürlich wieder privat ist, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Aber es ist so, dass die Grundmap sich wesentlich verschönert hat, möchte ich sagen, und richtig geile neue Funktionen bekommen hat. Also das ist wirklich cool gemacht. Also wer sich da mal das anschauen möchte, würde ich sehr, sehr empfehlen. Und da ist auch nicht mehr sehr viel Unterschied zu dieser Map, die der René hier für mich umgebaut hat. Ne? Muss man ehrlich sagen. Also da ist echt... Die haben sich echt Mühe gegeben. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Map von uns abgeguckt haben. Aber ist ein anderes Thema. Ne? Möchte ich natürlich jetzt nicht so breit treten. Aber sieht schon richtig cool aus, die Map. Muss ich wirklich sagen. Es gibt da auch einen Trailer und so weiter und so fort. Muss ich mal eingeben auf YouTube hier. Belgic Profonde V3. Und da eben was suchen, was jetzt diese Woche erschienen ist. Und dann habt ihr das auch. Und sieht richtig cool aus. Ich freue mich wirklich drauf.
ich vielleicht, wenn ich wirklich viel Zeit habe, was ich jetzt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ich sage jetzt einfach mal, vielleicht wird eine der drei Folgen am morgigen Sonntag daraus bestehen, dass wir eine kleine Map-Vorstellung machen der neuen Belchibofonte. Kann sein. Möchte ich jetzt nicht 100% versprechen, aber es kann sein. Ne? Dass wir sagen, die letzte Folge fällt aus und dafür machen wir eine kleine Map-Vorstellung der neuen V3. Glaube ich, ist passend und auch ein guter Abschluss für das Belchik-Wochenende wieder. Aber ich will noch nichts versprechen. Ich weiß ja nicht, ob ich die Map bis dahin habe. Deswegen kann sein, muss nicht sein. Ist wieder mal nur so eine Idee von mir. Ich kenne mich ja mit meinen Ideen und ja, ist aber nicht so schlimm. Gut. Was wir verstärkt machen müssen, ist jetzt die Zeit ein bisschen weiter vorlaufen. Ne? Weil ich sehe, die Sachen werden leer. Es geht um Milch, es geht um Dünger, es geht um viele, viele andere Sachen. Und ja, das möchte ich jetzt ein bisschen forcieren. Deswegen muss die Zeit jetzt auf 5 bleiben, weil ich sonst einfach keine Zeit habe. Ich habe echt keine Zeit sonst. Jetzt weiß ich das nicht mehr, wie der Deckel war. K? Ja. K für Deckel ist auch ein bisschen fragwürdig, aber gut. So, ich habe mir auch geschrieben, dass ihr sehen möchtet, dass ich ein bisschen Raps und sowas ansehe. Das kann man natürlich auch gerne machen. Raps. Wir nehmen das nächste Feld jetzt einfach mal mit Raps, weil ihr das einfach gewünscht habt. So, ist einfach so. Ich bin ja kein Unmensch und ich bin ja niemand, der sagt, Kommentare sind mir furzegal, lass die Leute schreiben, was sie wollen. Nee, das ist nicht so. Ich höre ja wirklich drauf und es ist auch Leute, die in den TS kommen und sagen, du könntest das und das und das verbessern. Und es gibt auch sehr viele Leute, die mir diverse Sachen anbieten. Da kommen wir gleich zu. Eine kleine Sache, wurde immer wieder gefragt, wie ich den Allrad an- und ausmache. Das ist mit, wenn ihr den Drive Control Mod im Mod-Ordner habt, mit der Taste Shift, also linke Shift, gedrückt halten und 4, 5 und 6. Das ist Allrad, Sperre vorne, Sperre hinten. Ne? Also Allrad, Sperre vorne, Sperre hinten. Das könnt ihr alles separat schalten, was ihr halt braucht. Ne? Nur so als kleiner Tipp für die. Wohl ein paar Leute, die das nicht wissen. Und denen helfen wir natürlich gerne weiter, damit jeder hier in LS15 seinen Spaß hat. So, das haben wir schon angesät beim letzten Mal. So, jetzt habe ich wieder das runtergemacht. Also. Gut. Oder nicht gut. Kannst du jetzt sehen, wieder. Ah, der hängt ja fest. Das ist gar nicht gut. So, das wird ein Rapsfeld. Das habe ich ja schon. Ah, der hängt hier wieder fest. Okay, das machen wir sofort. Genau. Dann hat mir der gute David, auch schöne Grüße an dich an der Stelle, hat mir vorgeschlagen, dass er mir ein Kennzeichen macht, ein österreichisches Kennzeichen für den Fendt. Da warte ich jetzt noch drauf. Ich weiß nicht, ob das sein Ernst war oder ob er nur, weiß ich nicht, ob das nur so dahingeredet war. Müssen wir mal gucken, ob die nächsten Tage da was kommt. Viele werden sich auch fragen, wo ist der René? Warte. Ich will keine Fahrgassen haben. Stopp. Aus. Es ist so, wir wollten aufnehmen gemeinsam, es hat sich aber kein Timmy gefunden, weil er hatte am Donnerstag leider keine Zeit, wo ich aufnehmen wollte, und am Freitag, also gestern, hatte ich keine Zeit und deswegen war das ein bisschen doof. Vielleicht schaffen wir es heute, dass morgen zumindest ein, zwei Folgen mit der neuen, also mit der, auf der Belgique kommen, wäre schon geil, wie ich finde, also wird auf alle Fälle noch passieren, also das fällt jetzt nicht weg, aber es ging sich einfach zeitlich diesmal nicht aus. Tut mir wirklich sehr leid. Aber ich hoffe vielleicht morgen. Möchte jetzt aber nichts versprechen hier. So, jetzt müsste das Ganze ohne Spurreißer, also ohne Fahrgassen sein, ne? Richtig? Richtig. Lass uns mal ganz kurz hier raus. So. Der fährt auch relativ flott hier, also das passt auf alle Fälle. Oh, der kommt nicht vom Fleck. Guck, der steht in so einem Loch drin. Allrad muss immer an sein beim Helfer, ne? Weil sonst kommt der einfach nicht vom Fleck. Das ist leider so. Teleskopleiter kann hier drinnen stehen bleiben. Hier müssen wir auch nichts nachfüllen, wenn ich das so richtig... Oh, Mischration ist leer. Oh, oh. Lass mal gucken. 185 passt. Mehr Bedarf pro Fütterung. Nehmen wir einfach mal an. Mehr Bedarf pro Fütterung. Nehmen wir 25% einfach mal an. Und dann gucken wir mal, ob er das macht. Wir können jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt hier gerade an der BGA sind, sagen, okay, ich möchte wissen, was geht zu Hause ab. Da können wir hier reingehen. Hier, glaube ich, war das. Und dann können wir gucken. Ne? Also hier ist unser LKW, seht ihr? Dann haben wir noch mehrere Ansichten, glaube ich. Genau, das ist der Stall. Das ist der Mixer, der ist gerade beim Auffüllen.
Seht ihr, das Lämpchen blinkt. Genau, jetzt wird gerade irgendwas eingefüllt. Also er bewegt sich auf alle Fälle. Nochmal hier diese Ansicht. Und nochmal diese Ansicht hier. Also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Alter, ich habe gerade irgendwie so eine lästige Fliege hier. Gut. Oder nicht gut. Kannst du jetzt nehmen, wie du willst. Ich bräuchte... Du, hast ein paar Probleme hier. Kann das... Du bist auch leer, by the way. Also wir sollten dich dringend mal nach Hause bringen und auffüllen und vielleicht auch dann bei Gelegenheit mal neu ansetzen. Das werden wir uns natürlich gleich machen. So, hier kommen Kartoffeln hin und gegenüber kommen auch Kartoffeln hin. Rüben machen wir jetzt erstmal keine, weil wir haben ja noch sehr, sehr viele Rüben. Oh, das wird sich nicht ausgehen, glaube ich. Na. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. Das Schild hat wahrscheinlich auch Kollision. Ja, es hat alles Kollision hier. Vielleicht? Wohin will denn der fahren? Ich muss hier durch die Wiese fahren. Es tut mir wirklich sehr leid. Alter, ich komme hier gar nicht durch die Wiese. So, jetzt habe ich. Ich muss hier durch die Wiese fahren, weil sonst haben wir breitenmäßig ein kleines Problemchen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Fahrzeug raus. Sonst kann ich die ganze Strecke wieder rückwärts fahren. Nee, es geht. Genau, dem. So, jetzt ist leider meine Katze auf meinen Soundpult gestoßen. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Ich muss das mal gleich mal prüfen. So, wo waren wir jetzt hier? Genau, Kartoffel auffüllen. Kartoffel auffüllen wollten wir machen. Müssen wir machen. So. Lass mich mal hier hinfahren. Genau, da können wir hier schön auffüllen. So. Passt. Ich glaube, wir machen das mit dem Radlader. Laufen wir jetzt mal schnell hoch. Und gucken mal, dass wir das mit dem Radlader schön hinbekommen. 7500 Liter hat jetzt drin der Mixfeeder, ne? Ist schon viel eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind. Ist schon viel, was der uns an Arbeit abnimmt. So, der fährt hier irgendwo rum. Ah, der ist schon wieder drin, okay. Gut. Hier unser Radlader Rinski. Was ja eigentlich ein New Holland W170C ist, ne? Wissen wir ja alle. Ist ja noch umgeskinnt. Weil viele gefragt haben, wo gibt's den Radlader und der ist so geil und bla bla bla. Ja, der ist noch umgeskinnt. Also das, ich sehe das auch links oben im Inspector-Mod. Da steht drinnen, BG Werner, Esche, New Holland W170C. Ja, also so einfach geht's, liebe Leute. So. Gut, Radlader, immer rein damit. Wir müssen echt gucken, dass wir jetzt ein paar Kartoffeln... Ja, wir sind ja beim Ansehen bereits, ne? Wow. Alter. Aber auf alle Fälle... Ja. Kommen da bald in neuen Park neue Kartoffeln. So, kann ich das so machen? Wow, das waren 7%. Da habe ich sicher nebengeschmissen jetzt. 100%ig sogar. Aber 100%ig. Wir müssen das ein bisschen langsamer machen. So, ab. Eine Schippe voll. Ich glaube, wir machen das von der Außenansicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So. Wie ist denn das jetzt hier? Moment, ich muss das nämlich so machen. So sehe ich nämlich auch was. Ja, es füllt auf. Wir lassen es einfach so. Wird ein bisschen länger dauern. Aber es füllt auf alle Fälle auf und das ist gut so. Dann haben wir wirklich das, was wir geerntet haben, nehmen wir wieder her. Ne? Also das ist schon cool. Was kann ich sehen? Wir haben jetzt 80%. Ja, gut. Wird sich so ausgehen wahrscheinlich. 90. Oh, viel bleibt da nicht übrig. Also. Jo. 98%. Das kann man doch so lassen, ne? So, du, lass mal hier stehen. Oder? Nee, wir fahren noch ein Stückchen rein. Und zwar ist dem einen Grund, wenn ich dann nochmal auffüllen möchte, theoretisch. Ja, es ist nicht so schlecht. Gut, dann fahren wir jetzt wieder dorthin, zu unserem ominösen Feld, wo wir hoffentlich gut hinkommen und nicht wieder den Fahrzeugen ausweichen müssen. So, 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 so. Gut. Okay, schlagen wir los. So, passt, sind wir durch. Gut, ich würde sagen, ich
werde mich jetzt an der Stelle bei euch bedanken fürs Zugucken und bitte euch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben zu lassen. Würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, um 16 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Belgian Profonte. Da werden wir dann hier weitermachen. Boah, das ist knapp. Und ja, ich würde sagen, bis später. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.